Hallo, ich bin Stefanie Schöneich und freue mich riesig, dich hier begrüßen zu dürfen. Du hast diesen Kurs gewählt, weil dir Impulsgebung sehr wichtig ist. In diesem Kurs und auch in meinen anderen Kursen von My Own Patterns lernst du die Erstellung einer Anleitung von Impulsgebern von A bis Z, also von Anleitung bis Zahlung. Das heißt, ich zeige dir Beschaffenheiten des Garns, verschiedene Häkel- und Stricknadeln, weise dich etwas in die Numerologie ein und bringe dir dann bei, wie du eine Anleitung für eine dieser Häkel- und Strickanleitungen selber erstellen lernst und ja, wie du das selbst auch häkeln oder stricken kannst und auch diese Anleitungen so für andere erstellen kannst, mit deren persönlichen Daten ganz individuell auf jeden zugeschnitten, mit seinen speziellen aktuell notwendigen Schutz- und Heilimpulsen. Ich zeige dir etwas über das Zusammenspiel von Garnen, Nadeln und Zahlen und auch Affirmationen. Ich sage dir, was Affirmationen sind, wie du sie anwendest, was du besser nicht tust, wenn du möchtest, dass Affirmationen wirken. Nebenbei lernst du auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, du wirst für dich selber vieles selbst kreieren können, weil ich dir neue Wege des Denkens aufzeige. Der Kurs wird andere Synapsenverbindungen in deinem Hirn schaffen. Ja, und so ganz nebenbei lernst du auch so ein bisschen die Beschaffenheiten über Garne kennen. Dadurch, dass wir die Anleitungen so komplex gestalten, da wir ja für den Kunden alles möglich machen oder zumindest nahezu alles möglich machen, errechnen wir ihm nebenbei ja auch noch die benötigte Garnmenge. Da ist es wichtig, dass du einiges auch über Garne weißt. Je mehr du über Garne weißt und wie es sich bei verschiedenen Strick- oder Häkelnmustern verhält, desto besser kannst du einschätzen, wie viel Garn der Kunde benötigt und wie groß die Projekte werden, an denen du, ihr gerade arbeitet. Ihr, damit meine ich dich und deinen Kunden. Denn auch dein Kunde möchte gerne wissen, wie groß sein Projekt nachher wird mit den Zahlen, die du ihm errechnest. Sinnvoll wäre es, wenn du dir einen Notizblock anschaffst oder ein ausgedehntes Kalenderbuch nimmst, immer einen Bleistift parat hast, Radiergummi, Anspitzer natürlich auch zwischendurch und auch, ja, manchmal ist auch ein Lineal ganz sinnvoll. Manchmal zeichnen wir uns auch tatsächlich die Muster auf. Ja, darüber hinaus lernst du alle wichtigen Maschen und Muster, die in den jeweiligen Projekten gearbeitet werden. Dafür habe ich zum Teil auch YouTube-Videos offen laufen. Das heißt, die Kunden, die jetzt schon ihre Anleitungen haben, die haben dann die Möglichkeit, bei YouTube noch nachzuschauen oder auch in die Telegram-Gruppe zu kommen. Ich habe also zwei Telegram-Gruppen eingerichtet. Die eine für die Kunden, um sie nicht alleine zu lassen bei Fragen und ja, auf der Suche nach Antworten. Und auch eine für die Coaches. Also diese Gruppe ist dann auch nur für euch gedacht. Ja, wo ihr euch austauschen könnt auch. Da sind dann alle Projekte nachher vertreten.
Ich werde also nicht jede einzelne Sparte, jedes einzelne Projekt als Coachgruppe machen, sondern tatsächlich so, dass wirklich alle Coaches sich dort treffen können und sich alle Projekte vereinen. Dort wird natürlich nicht bis ins Kleinste jedes Projekt diskutiert und auch keine Anleitungen hochgeladen. Aber wenn Fragen sind, kann man sich gerne austauschen oder auch wenn ihr euch verabreden wollt oder einfach mal nett schnacken wollt. Dafür sind diese Gruppen gedacht. Ja, die Anleitungen, die ich bisher hochgeladen habe, sind My Own Wing und My Own Triangle. Das sind zwei Dreieckstücher, eins gehäkelt, eins gestrickt. Die haben aber ganz andere Mustergebungen als das, was jetzt noch kommt. Das ist einmal der My Own Blanket Vincent. In dem lernst du verkürzte Maschen zu häkeln. Dann kommt der My Own Spirit, in dem lernst du verkürzte Maschen zu stricken, genauso wie bei My Own Healer oder auch Mia, My Own Blanket Mia. Zum My Own Blanket Vincent gibt es noch eine kleine ein Seelenpüppchen dazu. Das ist My Own Best Friend Winnie. Und Winnie ist ja, der erste beste Freund eines Säuglings. Winnie hat also keine gefährlichen Knöpfe oder Garne oder so an sich oder ja, keine anderen Applikationen, so dass er wirklich auch in den Mund gesteckt werden darf, auch die Hände und Füße. Dass es eigentlich ja babysicher ist. Eines meiner nächsten Projekte wird sein My Own Healing Slippers. Die Healing Slippers sind Filzpuschen, die auch diese Impulse beinhalten. Sie werden auch in verkürzten Reihen gestrickt. Und zwar in Reihen, nicht in Runden, wie andere Filzpuschen. Ich habe die My Own Healing Slippers zusammen mit Rosemarie Keller, meiner Planetencode-Kollegin aus der Schweiz, entwickelt. Sie bietet dafür sogar einen Strickservice an. Ich mache es auch manchmal, dass ich für andere die Healing Slippers stricke, aber nicht mehr so häufig, weil mit dem selber Stricken da wollen meine Gelenke nicht immer so, wie ich will. Also ich gehe jetzt eher in die Theorie über. Ja, ich nenne mich mittlerweile schon Garnarchitektin, weil ich ja andauernd irgendwelche neuen Anleitungen entwickle, ohne sie selbst zu stricken oder zu häkeln. Aber da habe ich ja ganz liebevolle Teststrickerinnen und Testhäklerinnen, die mir tatkräftig bei der Realisierung meiner Projekte helfen, so dass ich jedem, der sich angesprochen fühlt, der Lust auf Zahlen hat, der Lust auf Ausprobieren hat, der Lust auf Herausforderungen hat, der anders denken möchte, der über den Tellerrand gucken möchte, oder einfach auch der anderen helfen möchte, diese Kurse anbieten darf. Wir Wir arbeiten hier mit der Numerologie, die wird dir natürlich im Laufe des Kurses auch ja, näher gelegt. Wir arbeiten mit den Heilzahlen von Grigori Grabowoi. Das ist ein russischer Wissenschaftler, der Heilzahlen entwickelt hat, ja, aus der Numerologie heraus und aus seinem eigenen Wissen heraus. Auch eine Kombination, so wie es bei mir eine Kombination ist, von meinem Stricken, Häkeln, Handarbeiten und meinen beruflichen Ausbildungen.
Und diese Heilzahlen nach Grigori Grabowoi sind öffentlich zugänglich zum Teil, also kostenlos zum Teil. Und ansonsten kann man sich gerne die Bücher auch besorgen. Ich habe hier ein Buch zum Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch mit guten Zahlen. Das kann ich euch empfehlen. Da stehen also wirklich sehr, 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 sehr viele Einzeldiagnosen drin. Auf wie viele Seiten sind das? Knapp 300 Seiten, na 260. Hinten natürlich auch alles nach Alphabet sortiert, also mit Inhaltsangabe. Und ja, kann ich euch wärmstens empfehlen. Und diese Zahlenkombinationen, die verwenden wir. Die bauen wir mit ein in unsere Anleitungen. Unter anderem natürlich. Wichtig sind auch die Impulse oder die Daten der Kunden, der Träger. Ja, und mit der Numerologie setzen wir sie um als Strick- oder Häkelmuster. Wie alle My Own Patterns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich in einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen. Tschüss!